Hallo Leute, herzlich willkommen zu Samkat und einem weiteren Video. Heute mit dem Spiel 9-Bit Armies. Ja. Ist auch wieder von Petroglyph, ist wieder von den 8-Bit-Entwicklern. Und aus der Vergangenheit kennen wir das ja, dass das alles nicht so ganz funktioniert hat. Wenn man sich die Struktur anguckt, ist es wieder genau dasselbe Mist. Ja, es ist wieder eine Instanz-Server, eine Client-Launcher, G64. Alles dasselbe Mist und ich kann es jetzt schon sagen, es wird wahrscheinlich wieder nicht funktionieren. Diesmal aber habe ich eine Kontaktmöglichkeit. Diesmal sind wir bei Discord von denen und da können wir jetzt sozusagen dann auch eine Meldung machen und vielleicht beheben wir dann das Problem. Aber für den Fall der Fälle, ich muss jetzt wie gesagt nochmal, aber trotzdem danke für den Key auf jeden Fall. Vielleicht klappt es ja irgendwann, vielleicht finden wir eine Lösung, da kann ich die anderen Spiele auch mal promoten. Das ist gar kein Thema, aber wenn Schrott, dann Schrott. Ist halt so. Ich lasse mich auch nicht erkaufen. Ne? Ich bin ehrlich in dieser Linie. Wenn die Spiele scheiße sind, sind die scheiße. Wenn sie gut sind, sind die gut. Ja, und das promote ich dann auch. So. Trotzdem, vielen Dank für den Key. Und wir testen das jetzt. Und sollte das jetzt nicht klappen, ja, dann. Ich muss Content machen. Es tut mir leid. Dann macht eure Spiele richtig. Aber wir testen mal. Oh. Er startet schon mal der Bildschirm. Schon mal gut. Okay. Super. Habt ihr gut gemacht, Petroglyph. Super. Herzlichen Glückwunsch. Ein Meilenstein. Okay. Gut. Schön. Welcome back, Commander. Welcome back, Commander. Okay, das klingt doch gut. Aber wir müssen sofort Musik ausmachen. Wo ist die Musik? Wo ist die Musik? Da! Sofort aus! Zack! Gut, okay. Was ist das hier? Okay, das sieht interessant aus. Also, ich habe auch mal so ein bisschen recherchiert und Petroglyph sind tatsächlich wirklich die Leute, die bei Command & Conquer mitgewirkt haben, ne? So ein bisschen früher, die viele Strategiespiele auch gemacht haben, die man so kennt. Vor allem den Conan jetzt, das Strategiespiel davon. Und dann noch eins, ich weiß nicht mehr, oh, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Aber egal. Ja, also sie haben auf jeden Fall in sehr Spielen, Strategiespielen mitgewirkt und sind sozusagen sehr ambitioniert eigentlich. Deswegen finde ich das schade, dass mit diesen 8-Bit-Armies, dass das alles so gegen die Tonne gefahren ist, ja. Tut mir auch leid, dass ich dafür so ein bisschen negativen Content gemacht habe, aber Leute, ich lasse mich nicht kaufen, ja, ich bin da zu ehrlich. Und wenn das Spiel halt nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. So, und durch mein Video solltet ihr eigentlich jetzt einen Weckruf gekriegt haben, ne, und solltet wohl eure Spiele mal ein bisschen überprüfen. So, aber 9-Bit Armies funktioniert, da freue ich mich drauf und wir starten einfach mal. Ich glaube, wir gehen direkt rein, einfach die Kampagne, Tutorial, ja, bald kommen. Kooperative Spiele. Ach stimmt, stimmt. 9-Bit Army ist momentan in der Beta, in der Open, Close Beta oder sowas. Deswegen ist es noch nicht komplett fertig. Wir können wohl Overlord, also Tutorial spielen und dann Kooperative spielen. Okay, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Gegenüber. Ah, KI können wir spielen, okay. Aber, oh, täglich hat auch Daily Mission. Spiegeln Sie den Wahnsinn. Okay, hier stimmt irgendwas noch nicht so. Feindliche Hauptquartier, bauen Sie keine Bodenfahrzeuge, zerstören feindliche Fahrzeuge. Okay. Achso, es gibt wohl Herausforderungsmodus. Okay, interessant. Die Mods. Ja, hier Petroglyph, Mod Manager. Okay. Also Mod-Basis gibt es auch, das ist cool. Da kann man bestimmt ganz viel machen. Okay, wir starten jetzt einfach Kampagne-Tutorial und Rinder. Bin gespannt. Die Stahlküste. Okay. Let-out der Spieler, Ali-Let-out. Okay, naja, es ist eigentlich wie Command & Conquer angehaucht, eigentlich das überall dasselbe. Gucken wir jetzt mal, ob es klappt. Okay, es lädt schon mal, das ist schon mal gut. Fortschritt. Jetzt stellen sie alle gegen den Vorpost, dann stellen sie alle feindlichen Raffinerien und das in 10 Minuten. Okay, dann mal gucken. Start der Mission. Was? Was labert der? Blablabla. Okay. Jetzt so ein bisschen Mission Briefing hier. Okay,
Okay, müssen auf die Hauptquartier, die da sind, müssen auf Acht geben. Und wir müssen das in der Mitte wohl ein bisschen ausbauen. Okay, und die haben auch Störungen festgestellt und die muss ich wahrscheinlich reparieren. Ach so, ich bin das. Okay, ach so, ich muss einfach zerstören. Also grün war ich gar nicht. Okay, na, dann war die Übersetzung aber nicht richtig. Oh, war ja. Da war die Übersetzung aber richtig scheiße. Okay, gut. Also wir steuern hier mit WASD. Ja, können wir über die Karte switchen. Gut. Okay. Hier ist eine Raffinerie. Ich glaube, wir müssen so dann wie eine Art Punkte, die dann einnehmen, die Raffinerien. Okay, hier können wir die wohl abernten. Alles klar. Was ist hier? Kannst du das Fahrzeug? Oh, das ist ja süß. Okay. Gut. Wir bauen also eine Raffinerie. Ach, kann ich gar nicht hinbauen. Gut. Kann ich hier was sammeln? Was ist das? Produktion von Ressourcen. Ja, mach ich doch. Hä? Muss ich das einnehmen oder was? Hauptquartier? Wieso kann ich das hier nicht bauen? Ready to go. Hold him up. Ah, nee. Okay, gut. Verstehe ich. Alles klar. Jetzt fährt er darin. Okay, jetzt verstehe ich's. Mich gewundert. Ich dachte hier... Alles gut. Okay, so. Jetzt gucken wir mal. Wo kommen die? Von da oben kommen die. Refinery complete. Und da. Von da kommen die können. Okay, können, kommen die können, komm. Ach du Scheiße, okay. Also hier auch wieder von allen vier Seiten. Okay, gut. Kraftwerk ist natürlich wichtig. Constructing. Ich bauen. Oh, kann ich noch ein Fahrzeug bauen? 52. Kann nur einen bauen. Ist ein bisschen wenig, dass ich die bauen kann. Okay. Na denn, bauen wir hier ein bisschen Energie. Power plant complete. Kaserne bauen. Zack. Constructing. Zehn Minuten, okay. Na gut, wir haben ein bisschen getrickst hier, ne, am Anfang. Beziehungsweise ein bisschen nicht getrickst, aber wir haben hier ein bisschen Zeit so, ne, verschwendet. Ah, hier haben wir einen zweiten, okay. Heavy load. Kannst du auch hier abbauen. Na, so, zwei Raffinerien, zack. So, gucken wir mal hier ein bisschen Raffinerie, obwohl ich eigentlich nur Autos bauen möchte. Antistruktur, okay. Complete. Jetzt haben wir drei Fahrzeuge und der reißt einfach alles ab. Jawohl, Fuhrpark, so. Zack. Constructing. Das klappt schon mal, genau, mit machen wir mit Shift, ne? Macht man da was? So, ich glaube, wir brauchen auch nochmal Kraftwerk. Motorpool complete. Oh, kann ich sogar aneinander rein? Okay, cool. Gut, genau. Sammler brauchen wir eigentlich nicht nochmal. Da reichen eigentlich drei Stück, würde ich sagen. Ja, so. Genau, wir bauen jetzt mal ein paar Autos hier. Power plant complete. Genau. Die Frage ist halt, wie viel können wir bauen? Yeah. We'll get there first. Das ist halt die große Frage. Wie viel können wir bauen? Wir bauen nochmal eine zweite Fabrik hier. Constructing. Sonst dauert das wieder ewig.
Motorpool complete. Warum? Ah, nur eins gleichzeitig, okay. Ich kann es schon nicht wirklich erweitern. Das ist natürlich blöd, ne? So, wir machen das nochmal. So. Okay, warum ist hier jetzt mal 2? Was bedeutet das? Mal 2? Ah. Also er macht es nicht schneller, okay. Complete. Ja, doch, ein bisschen macht das schneller. Also umso mehr da sind, umso mehr schneller macht das wohl. Aber, ja. Okay, man sieht schon. Eine von der Branchenraffinerien wurde zerstört. Was? Verstehe ich nicht. Tun sie sich noch gegenseitig bekriegen oder was? Oder wie? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Egal. So. Okay. Brauchen natürlich noch ein bisschen mehr. Und wir jetzt erstmal mit 10 so ein bisschen auf Erkundung, Trip. Okay. E ist hier Angreif und fortfahren. Fahren. So, die Kisten natürlich einsammeln. Wichtig. Right on. Scouting ahead. I'm waiting. We'll get there first. Engine's ready. We'll. Ach, das können wieder nur Dings machen oder was? Oh, wieder nur Soldaten machen. Got it. Talk to me. Okay. Multiple. Oh, man kann die auch kaputt schießen, okay? Harvester under attack. Scouting ahead. Da stehen sie hier rum, Junge. Greif doch an. Scheiße. Es geht ja wieder richtig ab hier. Na toll. Okay. Ich habe zu lange gebraucht. Seht ihr das? Harvester under attack. Lufttransport. Alter, diese ruppen mich, Junge. Es tut doch real. Was ist los? Ihr seht, ich muss noch eine Menge üben. Ich bin schlecht in solchen Spielen. Aber guck mal, die zerruppen mich auch übelst. Die haben auch viel bessere Fahrzeuge als ich. Was ist los? Das ist ja voll heftig, Mann. Dann kann ich die doch nicht mal reparieren. Oh Mann, ey. Jetzt muss ich nochmal so einen Scheiß hier bauen, alles. Raffinerie. Zack. Ja, ich habe ja noch genug Geld. Ja. Talk on the way. Refinery complete. On the move. Okay, die kommen also von hier oben. Ready for orders. Right on. Wenn ich aber das Ding jetzt zerstöre, die Brücke, dann sollten die eigentlich nicht mehr so kommen von da. Oder? Eigentlich. I'm waiting. Scouting ahead. Constructing. So, ich brauche dringend noch eine zweite Fabrik. Andere komprimierte Raffinerie zerstört. Okay. Ach, zerstören die sich auch selber oder was? Das verstehe ich jetzt nicht.
Wer ist das denn? Das meine? Hä? Nee, das ist ein Gegner oder was? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Engine's ready. We'll get there first. So. Schade, dass ich das nicht reparieren kann. Aber egal. Fuhrpark. Ach, Energie fehlt noch. Wieso fehlt denn Energie? Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso fehlt Energie? Ich habe hier drei Dinger hingebaut. Hat doch vorher auch gereicht. Hä? Hat doch vorher auch gereicht. Was los? Jetzt brauche ich plötzlich vier? Ich habe vorhin auch nur drei gemacht. Zwei Dinger und zwei davon. Und es fehlt sogar noch eine Dings hier, noch eine Kaserne. Die hatte ich ja auch noch. Versorgt 125 von 700. Hä, was willst du denn von mir? Powerplant complete. Ah, ich muss die erst bauen, damit ich die kann. Ah, verstehe. Jetzt verstehe ich das, okay. Yeah, we'll find them. Da bau doch weiter hier, warum machst du hier nichts? Schuft. Barracks complete. Also das in 10 Minuten zu schaffen, ist schon echt heftig. Krass. Aber wir sind ja noch im Training, ja, also wir wollen hier nicht das übertreiben. Constructing. Ich bin jetzt auch nicht so der Strategiespieler. Ich habe früher mal viele Strategiespiele gespielt, auch sehr gerne, und aber nie so dieses Wettkampfmäßige, ne? So diesen Klick, Klick, Klick und fertig, fertig. Das, ich spiele entspannt. Und so finde ich, müssen auch diese Spiele sein, entspannt. Ja, auch für Leute, die mal gelegentlich ein bisschen nur hier das andaddeln. Ich meine, man kann ja, wirklich gesagt, Liegen bauen, auch dafür vielleicht, keine Ahnung. Gibt's ja teilweise auch schon. Talk to me. Of course. Aber ich muss das nicht haben. Ich will entspannt spielen. Battlecam, okay. Ressourcenhandelscenter, Battlecam, ja. Ah, okay. Cool. So, das reicht bestimmt noch nicht, oder? Also, ich habe ja gesehen, die haben mich hier ganz schön weggeknallt. Also, die kommen mit übelst Übermacht an hier. Ich glaube, ich sollte nochmal einen bauen, oder? Weil es einfach ein bisschen schneller geht hier. Okay, die haben Raffinerien zerstört, okay. Aber warum? Wer zerstört die Raffinerien denn? Das verstehe ich jetzt nicht. Haben die einfach abgeerntet oder was ist hier los? Also hier steht zwar mal 3, aber so wirklich schnell finde ich es jetzt nicht. Oder? Ich baue noch eine vierte, dann werden wir sehen. Muss ja eigentlich richtig abgehen. Motorpool complete. Okay, doch. Ja, doch. 4 Stück. Bauen wir eben nochmal eine, oder? Damit das hier richtig flotti-karotti geht. Ich meine, wir haben 6000, also... Ah, das ist bald kaputt. Okay, ich muss bald expandieren. I'm waiting. Motorpool complete. Engine's ready. Ich werde jetzt auch Folgendes machen. Wir machen jetzt auch das hier. Wir machen jetzt die Brücke kaputt. Damit wir dann schön hier von, sozusagen Freiraum haben. Können wir die kaputt machen? Going. Ich will, dass sie kaputt geht. Wie geht das? Mach die kaputt. On the move. Got it. Warum macht ihr die nicht kaputt?
Ready for orders. On the way. On the move. Wie kann ich den Befehl geben? Das ist verteidigen. F ist verteidigen. G. G ist verteidigen. So. Ich will die kaputt machen. I'm waiting. Engine's ready. Got it. Ah, STRG gibt's auch, aber wer macht sie nicht kaputt? Warum macht er die nicht kaputt? Schade. Warte mal. Gibt's einen Angriffsplan? Wir gucken mal. Steuerung. Angriff. STRG. Okay. Alternativer Angriff ist E. Yeah. Moving. Sie machen's nicht. STRG. Mausklick. On the move. Nee. Okay. Sie machen es leider nicht kaputt. Schade. Aber das ist nicht so schlimm. Dann positionieren wir das hier einfach. Und dann hoffe ich, dass wir jetzt einfach hier ein bisschen mehr rauskriegen. Aber erstmal hier ein bisschen ein paar Dinger bauen hier. Jetzt sind die Dinger natürlich kaputt. Wir schauen, dass wir das... Also sie suchen schon nach anderen. Okay. Jetzt muss ich halt gucken, wie ich das hier erweitern kann, ne? Aber ich kann es irgendwie auch gar nicht erweitern, sonst wäre das jetzt hier schon weitergegangen, aber geht leider gar nicht. Das ist schade. Dass es irgendwie so Posten gibt, wo man das ein bisschen erweitern könnte. Ja, Außenposten und sowas, das wäre schon nicht schlecht. Aber egal. Scheint ja auch so gut zu gehen. So, das heißt, dann werde ich wohl ein bisschen mehr Dinger brauchen. Wenn wir mal 5 Stück davon bauen, die sollen einfach durch irgendwas suchen. So. Ready for orders. So, ihr seht, wie lange ich brauche eigentlich, um mal wirklich eine Streitmacht zu machen. Aber wenn ich sie mache, dann mache ich sie richtig, ne? Richtig schön mit 40, 50 Viechern hier und dann geht's ab. Kann man das auch mit 1 machen? Ja, okay. Also ich kenn die ganzen Kniffeltricks noch. Ihr seht das, ne? Also ich habe früher auch mal Strategiespiele gespielt. So. Ich bin gespannt. Ich meine, im Endeffekt ist es eigentlich nichts anderes wie jedes Strategiespiel. Deswegen bin ich so fasziniert, warum es immer so 5000 Stück davon gibt. Es ist halt nur die Grafik anders, ne? Also, der Aufbau ist genauso wie bei Command & Conquer damals. Alles dasselbe. Ja. Oh, jetzt haben wir gleich hier 38. 39. Oh, wir schicken das hier einfach in Dauerschleife hier. Zack, zack. 50. Wir warten bis 50 und dann geht's los hier, der Streit macht. Und dann gucken wir mal. Was sind, wie viel sind hier? 37. Okay, machen wir auch mal ein 2. Talk to orders. Ready for orders. I'm waiting. 46, 47. Ja? Yeah. Talk to me. Strom haben wir nicht auch genug. 49, 50. So. Na dann, auf geht's. Scouting ahead. We'll get there first. We'll find them. So, mal gucken, was die hier wollen. Ob das unsere sind, ob die zu uns gehören. Scheint nicht so. Ne? Die stehen einfach nur da rum. Okay. Na dann, Angriff. Hat die das auch alles schon kaputt gemacht hier? Right on. Scouting ahead. Überall. Ah, ne, hier. We'll get there first. Ah, hier sind sie. Bam, 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 bam. Right on. Jetzt verstehe ich auch, warum die alle zerstört haben. Die ganzen Raffinerien schon abgefarmt hier. We'll get there first. We'll find them.
Alles komplett leer gefegt. Ah ne, hier ist noch ein bisschen was. Okay. Krass. Scouting ahead. We'll get there first. Okay, na denn. Die war einfach alles kalt hier. Also die Übersetzung, da müssen sie auch noch dran arbeiten. Ich verstehe nicht, was in der heutigen Zeit ja so schwer ist an guten Übersetzungen. Begreife ich nicht. Aber daran merkt man, dass überall einfach gespart wird, ja. Das ist so schlimm. We'll find them. Mittlerweile müssten doch die Entwickler, wenn sie schon international gehen, so ein bisschen wenigstens die Sprache verstehen. Ja, verstehe ich nicht. Scouting ahead. Gibt sogar heutzutage eine Plattform, wo man einfach sein Zeug hinschreibt und dann tun die das sozusagen ehrenamtlich sogar übersetzen. Solche Plattformen gibt es auch. Ich verstehe das nicht, warum denn immer noch die Übersetzungen einfach so schlecht sind. We'll get there first. We'll find them. Of course. Aber egal. Right on. So. Oha, oha, oha. Attacke! Ja, die haben ja auch Raketenfahrzeuge. Was ist denn? Ich gehe hier mit so einem Kanon. Ja, der springt erstmal ins halbe Ding kaputt hier. Scouting ahead. Lass meine Erzdinge in Ruhe, du kleiner Schuft. We'll find them. Was sie cool gemacht haben, dass du wirklich auch alles platt fahren kannst, ja, ne? Ist eigentlich schon nicht schlecht. Ah, aber 8 Stück sind schon kaputt gegangen. Und die haben auch schon Boote, alles, ne? Ich gammel hier noch mit meinen Kanonen rum. Okay, jetzt komme ich wahrscheinlich in die große Basis hier rein. Attacke! Ja, die haben Kanonen auch noch alles, ne? Ganz toll. Aber die haben eben hier keine Ärzte mehr. Ist hier in der Mitte? Oha. Riesenhauptquartier hier alles, ey. Komme ich ja gar nicht hin. Ja, 13 Stück habe ich verloren. Bis jetzt. Ja, der baut aber noch fleißig. Also mit 50 Stück kommt man schon gut voran. So. We'll find them. Gut. Das waren die nächsten. Und jetzt hauen wir die hier auch mit raus. Die zwei. Los geht's. Moving. Gucken, was hier rauskommt. Vehicle crate. Talk to me. On the move. Paar Fahrzeuge sind da. Okay. Nichts Besonderes. On the way. On the move. Got it.
So, wir greifen von da an und die greifen von da an und los geht's von beiden Seiten. Attacke! Geht schon ganz schön ab, oder? Battlecam! Na gut, man sieht natürlich da nur ein bisschen schießen, also... So ganz gut durchdacht ist so die Battlecam nicht so. Also, da ist er ein bisschen ausbaufähig. Engines ready, moving. On the way. On the move. Yeah, going. On the move. Vehicle grid. Talk to me. Going. Moving. On the way. On the move. Ah, aber jetzt sehe ich, jetzt rotte ich sie aus. Die Pisser. Going. Finish. Da. Alles klar. Und jetzt? Mission complete. Mission complete. Ja, okay. Das war 9-Bit Armies. Wer Command & Conquer kennt, dem ist das Spiel hier nichts Fremdes. Und ich denke mal, so wird das auch komplett aufgebaut sein und auch weiterhin alles so sein. Ja, ist halt alles nur eine 9-Bit-Grafik, sag ich mal, also eine anderen Grafik halt. Aber ja, für schnelle Runden, denke ich mal, ist es cool. Ja, macht bestimmt auch Spaß im Multiplayer mit 8 Leuten. Wer weiß, ob es die Karte überhaupt sowas gibt, ob die überhaupt sowas herlässt. Könnt ihr mal kurz gucken. Ob sowas zulässt. Ob es überhaupt so große Karten gibt. So mal Kartenauswahl. Tatsächlich, ja. Es gibt wirklich mit 8 Leuten hier. Das wird bestimmt interessant. Das wird bestimmt ein richtig geiles Gefecht. Ja. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Wie gesagt, ist so eigentlich fast wie jedes normale Strategiespiel. So was also schnell ist. So ein Command & Conquer Genre. Alles ist gleich, nur halt die Grafik ist anders, ne? Gut, okay. Das war 9-Bit Armies. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, auch über ein Abo. Und kommt auch gerne mal auf unseren Discord vorbei. Und ja, dann sehen wir uns zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, Sikowski.